Servus und Hallo, ich begrüße euch. Ich werde euch mal wieder was in Item Shop zeigen. Let's go, Freunde. Und zwar, wie man da schon sehen kann, ist der Wildcard Skin wieder drin. Und den möchte ich jetzt mal halt vorstellen. Kostet 2000 V-Bucks, hat 4 verschiedene Stile zum Wählen. Die werden wir uns auch mal anschauen. Und dann gehen wir in die Runden. Let's go. So, Freunde, wir sind auf meiner eigenen Map. Abonnieren und Glocke aktivieren wir nicht. Wir haben jetzt den Skin ausgerüstet. Schauen uns den ganzen mal an. Es ist der Wildcard Skin, der kostet 2000 V-Bucks. Wir haben dazu genommen diesen Koffer da und hinten dieses Backlink als Koffer da. Schau mal, so schaut es aus mit der Scar. Da habe ich die schwarz-weiße Lackierung dazu genommen. Ich denke, dass die ganz gut passt. So jetzt ist so, wenn ich mit der Pistole noch schießt. Dazu genommen habe ich diese goldene Brechstange, weil die normale Brechstange, die habe ich leider nicht. Aber passt genauso gut dazu. Hört sich ja richtig cool an und schaut auch richtig cool aus. Diesen Skin gibt es nochmal in Gold und Weiß. Den besitze ich ja, aber leider habe ich noch kein Review dazu gemacht. Vielleicht wird es mal in naher Zukunft kommen, wenn wieder das alles drin hat, ist in Item Shop. So schaut der ganze Skin aus. Und man kann dann die Masken noch verschieden wählen. Da gibt es 4 verschiedene Masken, wo man wählen kann. Dann werden wir uns das Ganze mal anschauen in der Runde. So, Freunde, wir haben jetzt den Skin ausgerüstet. Wildcard kostet 2000 V-Bucks. Dazu haben wir genommen dieses Contrail, den Koffer hinten, das Backblink, der Koffer ist dabei bei dem Skin. Dazu haben wir diese Brechstange, die ist aber von den anderen Wildcat, wo es in Gold gegeben hat. Und den hat es dann nur in Dark, hat es den auch gegeben, diesen Skin eben. Aber der war dann beim anderen Bundle dabei. Sehr gut. Wir werden uns den ganzen Skin jetzt einfach mal dann anschauen, wie er von vorne ausschaut. So, wir haben jetzt dieses Karo eben genommen vorne. Dann gibt es dieses Pik, Kreuz und Herz. So schaut das Ganze aus von vorne. Echt nice Skin, mir gefällt er gut. Den gibt es aber nur als lilare Variante auch. Und da gefällt er mir auch sehr gut. So, Freunde, da sieht man nochmal von vorne. Ich werde euch nochmal die anderen 3 Varianten anschauen. So verändert sich das nur in der Maske. Das war jetzt ein Peak, das war jetzt ein Herz. Man sieht es an der Maske um. Und so schaut das Ganze in Kreuz aus. So, Freunde, mir gefällt der Skin richtig gut. Es gibt da noch andere Varianten. Wie gesagt, da kommen die Videos irgendwann mal wieder, wenn sie im Shop verfügbar sind. Wir haben jetzt den ganz normalen Wildcat Skin da ausgerüstet gehabt. Kostet 2000 V-Bucks. Ist ein nicer Skin, mir gefällt er sehr gut. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke. Euch ergibt Mizi, ciao, danke, servus, pfiat euch, checkt die anderen Reviews aus.